Okay. Nicht ganz so cute, das Spiel. Nee, das Spiel ist vielleicht jetzt nicht ganz so cute. Survival? Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was das wird. Das, die Regie will, dass ich das spiele. Die Regie ist schuld. Ja, wenn das schlecht wird, schieben wir das alles auf die Regie. Die Regie ist schon am Tippen. Ah. So, ich nehme den Dude in dem Anzug. Der ist doch super. Klar, der sieht richtig, der sieht vertrauenserweckend aus. So, Einstellungen. Mal ganz kurz durchgucken. Deutsch. Tutorial. Ja, bitte. Ja, alles cool. Lass das so, das ist schon in Ordnung. Ja, 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 ja. Ja. V-Sync ist nicht. Oder vielleicht doch, doch. Gut. Sehr gut, das ist alles, was ich wollte. Herzlichen Dank. Am 6. kein Nachtisch. Klein und niedlich. How to Survive 3. Mal gucken, ja. So. Vibration, Taste. Ja, das sollte ja alles passen, denke ich. Einstellung vor dem. Ja, bitte. Gut. Wow. Ich weiß nicht alles auf Max. Nee, manchmal glaube ich den Spielen auch einfach. Also ich weiß halt nicht. Manchmal denke ich mir vor allem so bei Schattengeschichten, lass mal besser so. Also es muss deswegen nicht besser sein. Die werden schon wissen, was sie tun. Einzelspieler, geht los. Platz 3. Alle hopp. Are you tired of constantly fleeing? Of hiding? Of struggling in a world infested by zombies? Are you exhausted? Ja, macht mich also täglich fertig. Without resources, a home. Ja. Ja, ist schlimm. Without anyone to rely on. Ja, kenne ich. Don't despair. Hang in there. You still have a chance. Join us. Join Paradise. Paradise. In Paradise, everyone is safe and everything is secure thanks to our Zombie Guard technology. It's a haven of peace where zombies are under our control. Here, zombies no longer attack you, they defend you. Yes, you heard that right. It's incredible. Thanks to our Zombie Guard technology, zombies have become genuine bodyguards that serve you. Thousands of acres where the living are back in control and existing in harmony, far from the pandemic. Thanks to this groundbreaking technology, stores, security guards, hospitals, industry, movie theaters. A safe place for everyone, where men, women, and children have nothing more to fear from outside zombies. You don't need money, a title, or diploma to get your own zombie guard. Everyone is welcome in paradise. Everyone is welcome in paradise. Everyone is welcome. Everyone is welcome. Verführt von einem Versprechen von Sicherheit und dem Anschein eines normalen Lebens, hast du das ganze Land durchquert, um nach Paradise zu gelangen. Nach einem Jahrzehnt des Kampfes. Was kann schon schief gehen? US-Humor. Ja, wird super. Freue mich schon. Wird super. Bewegen, ziehen und versetzen. Nutze WASD zum Bewegen. Überquer die Grube, betrete den Park. Was? Ich würde gern. Ich sehe nichts. Entschuldigung, aber muss das so? Ich sehe halt einfach nichts. Soll das so? Okay, ich habe irgendwas getötet, glaube ich. Dark Mode noch an? Ich weiß nicht genau. Grafik? Ich sehe die Minimap, aber das soll doch so nicht.
Hier, guck doch mal. Ich bin doch draußen. Das soll doch nicht schwarz sein. Ach, oder? Ja, das kann natürlich... Warte mal. Warte. Warte. Ich stelle noch mal runter. Warte, weil vielleicht... Nee, also die Taschenlampe, die man hier mit Tee betätigen kann, die angeblich irgendwas tun soll, die macht halt gar nichts. I mean, WTF. Oh, hi. Hi. Ja? Cool. Das soll doch nicht so dunkel sein. Das ist doch nicht Absicht. Ich meine, es ist Tag, laut Minimap. Wie hell soll es denn sein? Ich weiß es nicht genau, ne? Probieren wir es mal so. Das sieht doch Tag, da ist Tag. Unterschlupf der Wächter. Sprechen. Ah, I could watch them all day. Don't even need to fetch wood. They feed the generator all by themselves. No more worrying about electricity. Maybe I could teach them to cultivate my veggie garden. Sorry. Didn't see you there. Are you wanting to move in here? Wait. Hold up. What am I supposed to do? No one ever wants to move in here. Yes, the bylaws. Yes, that's it. Rule number one of the Paradise bylaws. To gain authorization to move in, you must have a Zombot. No one should move around in Paradise without Zombot protection. So before anything else, find a Zombot. Go see Bob. He supplied mine. Bob. Alles klar. Bob gibt mir einen Zombot. Nutze M zum Aufrufen der Karte. Stirb nicht, finde... Stirb nicht. Finde Bob. Ja, das finde ich gut. Das machen wir so gleich. Ich sterbe nicht und finde Bob. Holz. Geil. Ist das eine Axt? Die kann ich nicht mitnehmen. Schade. Noch mehr Holz. Okay, wir können rennen. Triff einen Gegner mit für einen Schnellangriff. Aha, Salbei. Noch mehr Salbei. Geil, nehme ich erstmal mit. Ah, da unten ist Ausdauer. Okay, wir haben Ausdauer. Was ist das hier? Man weiß es nicht genau. Mal grob durchkärchern. Ja. Finde ich auch gut. Blätter. Oh, hi! Bam! Stufenaufstieg, Fähigkeitspunkt. Geil. Geht gut los. Oh, warte. Da liegt da noch was. Ich sehe das doch. Zerrissener Stoff. Der hat aber... Was hat der denn? Der hat was auf dem Kopf. Ich, Hat ich mich gesehen? Nee. Gut. Muss das hier so aussehen? Was ist das? Bob's Archives P-48-3. The Emotional Support Zombot. Open the Portable Pylon Configuration Menu. Equip your Zombot with a saddle, then order it to heal you while in combat and to collect items while out of combat. And that's it! A Zombot to heal you, transport you and collect items. Hmm? There's more to life than combat. Ja, natürlich. Ja. Aber natürlich. Gut. Namens Handy. Auf dem Dach liegender Bus. Neuer Standort. Na, ja. Denn? Natürlich. Alle. Ella. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 79 Monate im Kokon. Danke dir für den anhaltenden Support. Du kriegst... Warte.
Ach, du ziehst das Witzebuch aus den Tiefen. Ne? Wenn du willst, die einmalige Chance. Oh Gott, ich kann da nicht an den einen vorbei, da sind voll viele. Okay, just give it a try. Hi, bye. Cool to see you. Have to go. Okay, cool. I guess this is Bob. Hi, Bob. Oh, hey. You're new here, right? I'm Bob. I'm the one who got the Zombot technology back up and running. The zombie hacking. You want Zombot? I can't give you mine. I need them too much. So, you should capture your own. Grab a broken helmet from one of the malfunctioning Zombots in front of my camp. Repair it and force it onto the head of a wild zombie. Haha! If it stops wanting to eat you, it's worked. If not, run! If not, run! Öffne das Inventar, rufe dann den Bereich Herstellen auf, um den Hacking-Helm zu erstellen. Herstellen. Okay, was haben wir hier? Zerrissener Stoff, geraubt von niedergestreckten Zombies. Die Textilindustrie ist ja abgewandert. Na gut, warum summen Bienen? Ocean Sa sagt, weil sie den Text vergessen haben. Ist das die... Oh Mann. Oh Mann. Salbei zu finden im Wald. Diese Pflanze wirkt desinfizierend. Blätter zu finden im Wald. Wie wäre es mit einem Schlückchen Farntee? Natürlich. Herstellen. Hier. Hacking-Helm. Für den Hacking-Helm brauche ich... Sendet weißen... Was sendet weißes Rauschen? Wir brauchen Schrott, allerlei Müll. Und kaputter Hacking-Helm. Okay. Wo kriege ich denn Schrott? Noch nicht. Er hat gesagt, das eine finde ich hier vor der Suche kaputten Helm. Machen wir. Da ist zerrissener Stoff. Entschuldigen Sie, aber leben Sie noch? Nee. Gut. Schön. Hallo? Kommen Sie mal mit, bitte. Ja, sehr gut. Vorsicht, nicht zu schnell. Ja, nicht so schnell. Ah, okay. Wir sind gar nicht mal so schlecht im Kampf, tatsächlich. Besser, als ich dachte. Britz. Okay. Stufenaufstieg. Kaputter Hacking-Helm. Habe ich. Fertige Hacking-Helm. Aber kann ich doch noch nicht. Ich brauche nur noch Schrott. Wo kriege ich den Schrott her? Robbe gegenüber einen Vorteil. Offensichtlich. Wenn wir hier einfach Wasser holen. Wäre auch so ein... Was ist das? Bob's Archives B-89-5, the social distancing Zombot. The social distancing Zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with spiked armor and a bat. And order it to use this to provoke enemies while in combat. Oh Gott. Lass mich mal stacheln. Oh Gott, ist das furchtbar. And that is it. First with the spikes and your Zombot's bat, the enemy shouldn't get any closer. But if provoked, they won't be able to help themselves. Free X. Oh. Nee, leider nicht, Arin. Ne, da steht nur allerlei Müll. Er steht halt nicht, wo ich es finde. Oh Gott, ich... ja. Okay, da kann ich nicht rüber. Ja, einen perfekten Zombot bei dir. Ja. Was ist? Was passiert? Ja, jetzt funktioniert meine Taschenlampe.
Ja, weil jetzt auch Nacht wird. Geht vermutlich nachts automatisch an. Schrott! Wir haben einmal Schrott. Sehr gut. Ah. Oh, hier sehen Sie Nadja, ein schönes Abendkleid aus altem Sack. Sie können das auch zu Hause haben. Sie brauchen nur alten Sack und Nadja. Immer so anhänglich, haben die keine anderen Freunde? Offensichtlich nicht. Vielleicht trage ich ja auch ein Free-Hugs-Schild und weiß es gar nicht. Können wir ja eigentlich sowas wie ausweichen? Können wir, glaube ich, nicht. Schrott. Sehr gut. Genug Schrott tatsächlich. Ah. Okay, jetzt machen wir so einen Herstellen. Da. Herstellen. Hackinghelm. Nähere dich einem Zombie, den du niedergeschlagen oder bewusstlos geschlagen hast und drücke F, um ihm einen Hackinghelm aufzusetzen. Fang. Wunderschön. Das ist wunderschön. So, das ist jetzt meiner, ja? Erhebe dich und gehe. Ermöglicht es dir, deine K.O. gegangenen Zombots wiederzubeleben. Sind das dann Untote, Untote? Service Station. Bei jedem Abstecher werden deine toten Zombots ersetzt. Und die geheilt, die du noch hast. Du wirst also nie wieder einsam sein. Treues Ross. Verringert beim Reiten. Ich weiß gar nicht. Deines Zombots den von ihm erlittenen Schaden. Verbessert dein Angriffstempo und verhindert, dass du abgeworfen wirst. Hey, Leveler. Der Serteur. Deine Zombots rennen schneller weg und regenerieren sich schneller. Wer heute flieht, kann morgen weiterkämpfen. Goldgräber erhöht die Menge an Altmetall, die deine Zombots bergen können. Ganz oder gar nicht. Hartnäckiger Diener erhöht Zombot-LP. Damit können sie dir länger dienen. Oh, ist das schön. Das ist das Jokers Motto. Wer heute flieht, kann morgen weiterkämpfen. Ja, schön. Komm mit, mein Freund. Ich würde ihm so gerne jetzt einen Namen geben, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass dich nicht töten. Oh Gott. Boah, es geht ja ab. Das ist ja übel. Oh, ein Feini. Wer ist ein Feini? Der es macht. Wird das wieder eine Elix-Situation? Ganz doof mit deinen eigenen Sklaven. Es könnte, also das. Holst du das da auch noch? Da das? Da? Ja. Mach das tot. Ja, schlag sie mit dem Stoff oder so. Nein. Ganz toll. Mach den tot. Ja, wer ist denn Feini? Ich weiß. Das ist super. Ich finde es jetzt schon, das ist einfach, das ist der Bringer. Warte. I need more. Bam. Ich kann nicht. Wieso kann ich nicht? Ich darf nur einen haben. Was ist da los? Ich darf im Moment nur einen haben.
Ich darf keinen weiteren fangen. Das ist ja furchtbar. Stirb. Nochmal. Verstehst du? Weil er ist ja schon tot. Ach ja. So. Das kann man mit Sicherheitsskillen, kann man das interagieren. Ach krass, okay. Ja, habe ich verstanden. Hör auf. Hi, Bob. Bin wieder da. Well, well, well. Not bad, right? This Zombot will follow you everywhere. But if you want to give it precise orders, you'll need to use the tech I developed. You'll be my guinea pig. Take this antenna, attach it to your backpack. With this, you'll have much finer control. Hey, John Hawk. Zombot. Oh, feel free to give it a try. Zombie hacking was quite buggy until we started working on it, me and my buddies. I know what I'm doing, trust me. This thing probably won't explode. Probably won't explode. Natürlich. Sprich mit dem Aufseher. Ja. Kurz noch hier hinten rumrennen. Niedliches Game, habe ich auch schon auf der Wishlist. Dr. Bob hat sich verändert. Ein wenig. Oh. Ist er da eine Zielscheibe? ETF einfach. Hey, Hoshi. Zombie-Ziel. Bitte was? Zombots! Okay. Also. Im Kampf soll er in der Hand gehaltene Gegenstände werfen, sammeln außerhalb. Verspotten, heilen, hacken. Aha. Ja, na, hier. Holz. Wunderschön. Oh, guck, jetzt hat er da Schneeflöckchen obendrauf. Oh. Er ist meine kleine Schneeflocke. Oh, guck, wir können ihn anziehen. Oh, ist er nicht cute? Ja, er ist meine kleine Schneeflocke. Wer ist meine kleine Schneeflocke? Ja. Ja. So, und dann kriegst du Zombie-Ziel. Zieht gegnerisches Feuer auf dich. So verschaffst du deinen Feinden den Highscore. Ja, das ist doch wundervoll. Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Okay, geht nicht. Ich weiß nicht, wieso das nicht geht. Es will nicht. Ich warte noch, bevor ich anfange zu skillen, oder? Kostenlose Armee. Brauchen sie nicht mehr deine Hacking-Helme? Haben geschickte Hände. Ach, krass. Schade. Okay. Russisch angehauchten auch immer so absolut mein Humorzentrum trifft. Bravage. Oh ja. Na, Quests haben wir hier noch. Da haben wir gerade, ne? Sprich mit dem Aufseher. Du hast endlich einen Zombot erhalten. Sagt mir Aufseher, dass du bereit bist, dich niederzulassen. Fähigkeiten herstellen. Das sind wir ja gerade. Waldpanzerung, Brust. Brauche ich noch Seile für. Und mehr Schrott. Aber ich weiß nicht, ob ich kann nicht Seile herstellen? Nee. Seile? Verband. Okay. Im Skillbaum noch Untertabs. Oh ja. Hab ich. Ach, scheiße. Hinterhältiger Schuss verursacht mehr Schaden bei Gegnern, die dich nicht sehen. Schießen, bevor man gesehen wird, ist eine ausgezeichnete Methode, um Ärger zu vermeiden. Quälender Schuss.
Erhöht den von deinen Fernangriffwaffen verursachten Schaden. Triff sie, wo es weh tut. Folterknecht. Ermöglicht dir den perfekten Vollzug, der hohen Schaden bei Gegnern der Umgebung anrichtet. Das gleicht zahlenmäßige Unterlegenheit aus. Rückhand. Erhöht den Nahkampfschaden. Zeig allen, dass du dir die Hände schmutzig machst. So, hier Bestie. Erhöht deine LP. Man braucht ja immer einen Plan B. Recycling. Erhöht den Altmetallanteil der von dir auseinandergenommenen Sachen. Des einen Müll ist des anderen Schatz. Klick. So, tief durchatmen. Erhöht das Tempo deiner Ausdauerregeneration. Krankenpflege erhöht die Wirksamkeit von Verbänden allerdings nicht bei Enthauptungen. Gute Nacht, Sir Taurus. Schlaf gut. Okay, fantastisch. Das ist sehr gut. Ich freue mich. Kann ich hier herstellen, verbinden? Erstes Inventar, dann den Reiter herstellen. Auf, ich soll Verbände herstellen. Okay. Können wir machen. Machen wir mal 5 Stück. Zack. Haben wir. Man weiß ja nie. Kann ich hier irgendwo... Ach, die sind hier auf der Schnellleiste. Falsch verbunden war gestern. Klar. Achso, kann ich hier jetzt? Nee, ich kann hier nicht weiter hoch, ne? Das, mit Stufe 5 wird das hier dann freigeschalten. Alles klar. Ja, das hier erscheint mir wichtig. Erhebe dich und gehe. Also das erscheint mir wirklich wichtig. Ja, und meine Zombo-Zeilen erscheint mir auch sehr wichtig. Irgendwie. Ja, das machen wir mal. So, gut. Oh Gott, er sieht so cute aus. Guck ihn dir an. Ist er nicht süß? Och, er ist so ein kleiner Süßi. So, zurück zum Aufseher. Eingang zum Wald, was auch immer da ist. Man weiß es nicht. Man wird sehen. Zum Aufseher. Oh, was ist das hier? Touristeninformation. Ja, Mann. Welt. Eingang nach Paradise. Eingang zum Wald. Schnellreisen. Nee, lass mal. Ah, das sind Schnellreisespots, oder wie? Oh Gott, was ist denn hier los? Oh no! Wild Zombies have got in! They... Ah, not again! Was für Zombies? Oh Gott, oh Gott. Und Farmer, um Himmels Willen. You again? Feed my generator with mood. My zombots are down. And the gate won't close without electricity. Versorgen. Bestätigen. Press the button. Close the gate. Was für ein Knopf? We can't let any other wild zombies get in. Ach, den Knopf. Ja, Mann. Gott sei Dank. Gerettet. Wir haben alle gerettet. Everyone's safe. Sehr gut. Ich sammle Holz. Ich finde Holz wichtig. Teach me to forget to close the gate. Thankfully, the pit keeps most wild zombies out of paradise. And you found a zombot? Great! Here are the plans for building your camp.
You need to go to the other side of the river, to the wild forest. Be careful out there. There's no one left there, and the Zombots are out of control. You'd better find yourself a weapon. Don't look at me like that. I can't do the cleaning as well as watch the gate. Go see the circus sharpshooter who has settled in the area. Circus Scharfschützen. It's me, Jewel. Danke für den Follow. Suche Pedro. Oh. Da. Okay. Dann auf zu Pedro. Oh, ich habe das dringende Bedürfnis, eh umzulegen. Das klickt sich in so einem Spiel irgendwie nicht so geil. Wo man, ne? Weil ich muss ja, ich laufe ja mit WASD. Irgendwie ist das, macht sich das nicht gut. Ich weiß nicht wieso. Macht sich nicht so gut. Wow. Zombie-Ziel. 50%. Okay. Was ist das hier? Also hier ist doch irgendwas jetzt markiert. Aber was ist das? Sieht das in einem Kracher aus. Finde ich auch. Das sieht äußerst lustig aus bis jetzt. Fällt mir schon wieder gar nicht, dass das eine Demo ist gerade. Schnapp ihn hier! Fein! Und hinten gematscht. Finde ich super. 75%. Warte. Ist das dann irgendwann voll? Oder wie läuft das? Also wenn es, weißt du, wenn es auf, dass das, wenn das auf 100% ist, dann kann ich es ihm geben vielleicht? Das könnte sein, oder? Da lag eine Axt. Ja, die kann ich nicht aufheben. Aber das ist wirklich hier, ne? Wenn ich hier x Punkte investiert habe, dann kann ich da oben mehr... Was ist das? Das Blätter? Ja. Okay. Mhm. Kommt schon am 29. Ach, naja, dann. Zack. Nice. Zombie-Sattel. Panzerung Monturen für Zombots. Nutze V, um das Zombie-Hacking-Menü aufzurufen und deine Zombots mit der von Gegnern erbeuteten Montur auszurüsten. Reite wie ein Ritter in den guten alten Zeiten auf einem Zombot als seinem treuen Ross. Das ist so toll. Termin hier. Los. Drauf da! Bam! Zombie-Sattel, 50%. Alter, ich werde sowas von auf dem Zombie reiten. Ne? Oh, wer bist du? Bist du Pedro? Hallo! How did you manage to make it here? You're looking for a weapon? Good timing. My Zombots have started attacking everything that moves, including me. I need someone to... teach them some manners. I'll let you take their weapons if you finish them off. Alles klar. Töte die Zombies. Das machen wir. Na, bin hier. Ah! Dirty, rotten, undead. Destroy the pylon, kiddo. I'm done with that brainiac and his newfangled technology. Was soll ich? Normale Luftpistole. Achso, nee, habe ich jetzt schon, oder? Ah.
Aber ich habe keine Munition. Okay, I see. Oh Gott, wer ist er? Was zur Hölle? Liegen die hier rum? Was passiert hier? Was? Die kommen da rausgeflogen. Uff. Nee, das geht so nicht. Okay. Unwesentlich brutal. Jetzt aber. Mach's kaputt. Gott sei Dank. Okay, Waffen und Werkzeug für Zombots. Nutze V, um das Zombie-Hacking-Menü aufzurufen, deine Zombots mit den Waffen auszurüsten, die du gefunden hast. Eine Waffe steht deinen Zombots zu nutzen zur Verfügung, sobald sie in deinem Inventar ist. Oh. Okay. Normale Luftpistole. Ja, gönn dir. Nicht? Mensch. Sehr gut. Was ist das? Das hier. Überhaupt? Was ist das? Aktivieren. Keine Ahnung, was das ist. Stützpunkt Petrus. Camp freigeschaltet. Aktiviere Mega-Hop-Stationen. Ach, ermöglichen Schnellreise. Ah. Okay, cool. Ja, das ist sehr gut. Wenn wir eigentlich mit Pedro sprechen, werde ich auch gleich tun, aber erstmal. Bob's Archives P-21-1, the high score Zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with a zombie target and an air pistol. Then order it to use its weapon while in combat. Click. And that's it. While the zombies try to hit the bullseye, it's your Zombot who's strafing them. Aber natürlich. Ja. Ja. Genau so. Schön. Hallo. Thank you, kiddo. Kein Problem. I didn't have enough bullets to finish him off, but otherwise I most certainly would have. This cataract won't stop me hitting the bullseye. Anyway, can I sign you an autograph for your trouble? What? You've never heard of me? I'm the most famous, the most celebrated, and the sharpest of all sharpshooters in the history of circus, kiddo. Aber natürlich. I'm Pedro the Great. Because I like you, here's a little tip from Uncle Pedro. Zombies start to swarm when you try to run away. It's best to take them out right away. If you run, you're as good as done. A quick punch, and you won't be lunch. Quick punch and you won't be lunch. Ja. Seil, Planke, repariere eine Brücke. Okay. Was mache ich denn mit dem Kram hier? Kann ich das verschrotten? Oh, ich kann. Okay. Ich habe so viele davon. Der hat alle verschrottet. Nein. Aber er hat noch eine. Okay, Gott sei Dank. Hey, wie der halt einfach alle verschrottet. What the heck? Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Selbstzerstörung, schwierig. Nee, Quatsch, ich war ja richtig. Herstellen. Also, ich brauche Planken und Seil. Warte mal, da war da auch was. Hier. Waldpanzerung, Kopf. So, nehme ich. Linker Arm, da brauche ich noch zwei Seile. Ich glaube, ich brauche mehr Seile. Ich mache mal genug Seile. Linker Arm. Es fehlen mir Blätter. Das ist ja super. Okay,
Habe ich ausgerüstet? Kopfteil der Waldpanzerung unter Bäumen bist du damit wunderbar getarnt. Linker Arm der Waldpanzerung bietet besten Schutz gegen Treffer, Hoppa. Zumindest bis man was Besseres findet. Ja, was ist das hier? Weiß man nicht so genau. Ach, da kann ich Optik ändern. Okay. Sei der Baum. Flex Silber, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Okay, also ich soll ja dann Brücken reparieren. Ich würde jetzt erstmal, wir müssen ja definitiv auch Blätter und so ein Kram mitsammeln. Na, was new? Hey Dark Fire. Wunderschönen guten Abend, Black Silver. Danke nochmal für den Raid. Danke für 76 Monate. Danke für den Resub. Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kriegst ein Schwammschaf. Flauschig hier nass. Dankeschön, Black Silver. Vielen lieben Dank. Was hast du Schönes gemacht? Wir spielen hier Demos an, wobei das heute gerade mal die zweite Demo ist, muss ich gestehen. Au, oh, ich Idiot. Da bin ich wohl etwas sehr früh reingelaufen. In der Nähe, bitte. Tod und Erfahrungspunkte. Wenn du stirbst, verlierst du einige Erfahrungspunkte. Okay. Heftig. Hey Pedro, alles gut? So. Sind Palworld weitergemacht? Die Sucht ist im Moment doch etwas stark. Ich spiele hier im Prinzip auch Palworld. War ein Palworld. Wieso hat dein Freund eine Zielscheibe auf dem Rücken? Schwierig. Ich brauche Munition für das Teil, ne? Kann ich nicht. Kann noch Duftgewehr googeln. Herstellen. Nice. Sehr gut. Läuft. Ja? Okay. Die zweite tatsächlich. Das ist immerhin schon die zweite. So. Da bin ich gestorben, ne? Warte mal, ich guck da nochmal hin. Deswegen zeigt er das hier so. Wow. Der übel mies. Ich glaube nicht, dass ich da durchkomme. Hey, Minikus. Ja, die erste war Everhome. Das war sehr cute. Das war sehr, sehr süß. Das ist so ein Stardew Valley Harvest Moonlight Game. In mega süße... Okay, nee, das wird nichts. Also ich komme da auf gar keinen Fall durch. Ich bin da einfach nicht schnell genug. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein... Da hinten steht einer. Hast du den gesehen? Die Sau. Den kralle ich mir, du. Oh nein, ist etwa unser... Oh nein, unser Zombot ist gestorben. Also, nochmal. Das bin ich, oder? Ich erschieße mich selber, kann das sein? Komm da raus! Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ja, das Problem ist, ich sehe den halt nicht, ne? Also ich schieße jetzt zwar auf irgendwas. Aber das war vermutlich nicht das. Okay, es hat aufgehört.
Not sure why. Okay, kugelsichere Panzerung. Ah, das erklärt's. Yeah. Pedros goldenes Messer. Nice. Ein wunderbar ausbalanciertes Wurfmesser aus 24 Karat Gold mit dem eingravierten Namen Pedro Ruiz Salvation. Schick. Vorrat. Kann ich also nicht als Waffe benutzen? Nee. Okay. Mit Mann hat gar nicht geschossen. Nee, hat er nicht. Die Sau. Auch nicht genau wieso. Okay. dann gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu Pedro, weil maybe freut er sich ja darüber. Pedro, ich habe was gefunden. Nee? Okay, cool. Dann nicht. Lex der Fett. Pedro. Lex der Fett. So, wie viel brauchen wir? Oh Gott. Hier, der, wenn ich treffe, oder was? Seriously? Wieso schießt er nicht? Du... Der schießt nicht damit, ne? Irgendwie... Benutzen. Eigentlich soll er die benutzen. Braucht er Muni? Ich kann ihm ja keine Muni geben. Also es ist ja gar nicht möglich. Ja gut, er kriegt wieder einen Stock. Damit kann er umgehen. Stock kann er. Okay. Planke, 3 Stück. Ich brauche 3 Planken. Gut, das war jetzt nicht so schwierig. Voll am Ausrasten ist er einfach schon, ne? Was macht er denn jetzt? Wieso schlägt er denn jetzt den... Was? Ach, ich glaube, die Dinger... Ja, da spawnen ja Viecher raus, ne? Deswegen macht er die kaputt. Okay, finde eine Quelle für Holz. Sammle Ressourcen von Antennenmasten. Stell ein paar Bretter her. Trinken? Was macht Trinken? Dass mir kalt ist. Okay, Trinken macht, dass mir kälter wird. Cool, I guess. Genug Hirn über, um zu schießen, vermutlich. Das will ich gar nicht ausschließen, das könnte schon sein. Okay, das ist sehr gut. Das kriegt auch er. Mit einem Knüppel kann er mit Sicherheit auch umgehen. Das schafft er, da bin ich mir sicher. So, wir brauchen mehr Planken. Auch das ist jetzt nicht so das Problem. Haben wir? Machen wir auch gleich mal noch ein paar Teile, maybe? Na, Stoff. Ja, ich brauche halt noch mehr Blätter. Wir brauchen Blätter. Was war das? Bin ich gerade irgendwas? Hm. Da war auch wieder ganz kurz. Achso, das Trinken ist es. Verspotten anmachen im Kampf.
Kann ich denn mehrere Sachen? Oh ja, ich kann. Heilen kann der doch aber auch nur mit. Werfen. Okay. Na gut. Mal gucken. Mal gucken, was er macht. Kann ich nicht von der Seite zumindest nicht reparieren? Oh Gott. Ein Eimer. Neue Zombot-Ausrüstung freigeschaltet. Nice, damit kann er dann Wasser sammeln, höchstwahrscheinlich. Na, ganz stark davon aus. Boah. Er wird niedergeschossen, der Kunde. Normale Luftpumpgun. Okay, I guess. Aber er hat eindeutig verspottet. Das hat er gemacht. Er hat rumgebrüllt, lustig. Nägel. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Meine getreue Snowflake erstmal wieder aufheben. Das geht ja mal gar nicht. Trompete. Schnauze! Hörst du auf, hier rum zu trompeten? Das ist dein Problem, Mann. Okay. Und ja, das ist eine Demo. Ja, ja. Ist es. Stirb. Du? Okay, ich brauche noch Bruchmetallplatten. Okay, wir sind aber schon sehr nah. Guck mal, hier ist eine Quelle für Holz. Ja, fein machst du das. Okay, hier ist nix. So viel Muni hast du auch nicht mehr. Ja, dagegen können wir ja was tun. Feuert Nägel, Glasscherben, Zähne und im Grunde genommen alles, was man reinstopfen kann. Trompete. Damit rufst du Zombies herbei, gibst das Signal zum Angriff oder machst das traurige Wah-Wah-Geräusch bei schlechten Witzen in Videospielen. Ja. Genau. Das ist der Goldgräber. Ja, nimm den Goldgräber noch mit. Achso, ich wollte halt, ich wollte. Ein bisschen Munition hergestellt.
Okay. Ding muss kaputt, ansonsten nerven die hier. Stirb! Du auch! Flock! Wunderschön. Vielen herzlichen Dank. Gut. Ja, ein paar Metallplatten hier. Reicht immer noch nicht. Das waren gerade mal 7. Was ist denn hier los? Der Hackinghelm. So. Wieso finde ich eigentlich so wenig Blätter in einem Wald? Was ist denn das? Also ernsthaft. Weitere? Nee, im Moment noch nicht tatsächlich. Alter, hast du gesehen, wie aggressiv die auf uns zuge... Nadelwald. Hä? Keine Ahnung, was sie meint. Hast du gesehen, was das für übelst aggressive Eichhörnchen waren einfach? Mega aggressiv. Gute Nacht, Bunny. Was ist das hier? Man weiß es nicht. Ein Schild. Ja gut. Ist ein Schild. Hm? Oh, hi. Oh Gott. Was haben die denn? Da! Meine Fresse! Heile mich! So heile er mich! Übel. Verstärker. Okay. Hatten die da einen Propeller am Hintern? Hatten die, ne? Hab ich schon richtig gesehen. War das, was die hatten? Ja, mich heilt. Einfach der Beste. Ist ein guter. Hey, Zombie-Glocke? Natürlich. Man kennt's. Gut. Haben wir jetzt genug? Immer noch nicht. Meine Güte. Oh, da ist ein Schnellreisepunkt. Das finden wir sehr gut. Den aktivieren wir. Ich würde auch gerne mal die... Warte mal, wir hatten noch so eine Pumpgun gefunden. Die würde ich auch gerne mal probieren. Just for the lulz. Na, was new? Schön reloaden. Nice. Sehr gut. Silent Ranulf. Schon wieder einen weiteren Monat im Kokon. Wie schnell die Zeit vergeht. Danke für die schönen Zeiten. Auf die nächsten 56. Vielen, vielen lieben Dank, Ranulf. Danke für 56 Monate Unterstützung. Du darfst das Raupenspa besuchen, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. So. Oh nein, nicht schon wieder. Don't do it again.
Okay, die macht irgendwie kaum Schaden. Na, maybe doch. Vielleicht einfach nicht zielen mit dem Teil. Okay. Kugelsichere Panzerung, 20%. Noch eine Metallplatte, dann haben wir es geschafft. Eine noch. Die fand ich jetzt trotzdem irgendwie nicht so gut, ne? Da hatte ich mir mehr erwartet von der Luftpumpgun. Zerlegen. Zerlege ich dann nur eine? Ach, dann zerlege ich nur eine. WTF, habe ich jetzt alles verschrottet? Weiß ja nicht so genau, wie das. Gut. Nee, warte, da weiter. Ist ja zum Glück nur eine Demo. Eben. Da ist es nicht ganz so schlimm. Hast du gesehen, wie ich den halt einfach weggesniped habe? Mega effizient. Geil, endlich mal wieder ein paar Blätter. Bam. Oh, warte. Nee, die, das wird wieder nichts hier. Ja, doch. So. Gut. Haben wir. Jetzt aber. Unterschlupf. Errichte den Unterschlupf. Errichte Waffenwerkstatt, baue mit Holz getriebenen Generator. Antennenmast. Alter, okay. Da war Holzarbeiterbereich. Das heißt, wir gehen jetzt hier rum zurück. Jungs. Da ist schon wieder einer langpropellert, hast du gesehen? Okay, keine Ahnung, was das ist. Alter Reifenklebeband läuft. I guess. Vollversion passieren? Nein, niemals. Was? Never. So, also, hier ist der Holzdingsbereich. Der ist gut so. Und jetzt rufe zum Bau von Gebäuden. Erst das Inventar, dann Reiter Gebäude auf. Ach. Okay. Gebäude. Ja, Unterschlupf. Ein Ort zum Lagern deiner Gegenstände und um den Hob zu jedem freigeschalteten Stützpunkt zu nehmen. Ah, die Dinger, die Schnellreise. Vorsicht, es ist verboten, den Reiter Gebäude außerhalb des Waldes zu nutzen. Verboten. Ah, ja. Gut, dann bauen wir das hier hin. Dein Unterschlupf verfügt über eine Mega-Hubstation, mit der du schneller zu... Im Lager des Camps unter dem Unterschlupf findest du die Gegenstände, die darin aufbewahrt werden. Öffnen. Ah, ja. Okay. Eigentlich Angry Engine für... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Holz, danke. Errichte eine Waffenwerkstatt. Machen wir. Aber wäre nicht ein Holzgenerator gut? Antennenmast. Steuere damit Zombies. Durch Interaktion damit kannst du die Konfiguration der Zombies um dich herum ändern. Und Verteidigungsanlagen auf jeden Fall. Okay, Waffenwerkstatt soll ich aber machen. Also Fortschritt, ja, okay.
Nach rechts drehen, nach links drehen. Ja. Hier so, würde ich sagen. Taschenlampe. Baum und Holz betrieben den Generator. In der Nacht werden wilde Zombies stärker. Benutze eine Taschenlampe, um diese zu blenden. Upgrade. Sägeblatt. Mighty Daisy muss einen Zirkustechniker gefressen haben. Naja, zumindest wertet es deine Waffenwerkstatt auf. Okay, Mighty Daisy scheint ein Bossmob zu sein, oder? Bestimmt. Seltener Knüppel. Knackt den dicksten Dickschädel. Keule. Simple Holzstange, die mit allerlei Abfall verstärkt wurde, der überall rumliegt. Untote mit Abfall beseitigen. Recycling leicht gemacht. Ha! Okay, da brauche ich Leder für. Zu gewinnen aus Tierkadavern. Von Natur aus wasserfest und zäh wie Leder. Zumal es Leder ist. Hölzerner Bumerang kann von einem Zombot ausgerüstet werden, denn nach Pfeilen zu suchen ist so eine Zeitverschwendung. Seltene Luftpistole. Macht immer mehr Schaden. Legendäre Luft-MG. Alter, normaler Bogen. Stock und Seil unterschiedlicher Länge miteinander verbunden. Hätte man auch selbst drauf kommen können. Nach deinen Erfahrungen mit einem einfachen Bogen hast du 2 Abende Arbeit investiert. Das kam dabei heraus. Legendärer Bogen. Metall verleiht diesem Bogen Robustheit, Kraft und einen coolen Glanz. Normale Armbrust. Die Maße stimmen hinten und vorne nicht, aber irgendwie funktioniert's. Seltene Armbrust. Diese Version liegt besser in der Hand und kostet dich beim Schießen auch keine Finger. Schön. Das ist ein Träumchen. Okay, Bau mit Holz betriebener Generator. Machen wir. Gebäude. Holzgenerator. Verbraucht Holz, erzeugt Energie für dein Camp durch Verbrennen von Holz. Ja, wo darf ich den gern hier so reinsetzen, aber das wollte gerade eben mal kurz. Aber jetzt wieder nicht mehr. Schwierig. Okay. I mean, why? Da oben, aber da oben ist ja blöd. Da geht's. Okay. Erzeugt Strom für den Antennenmasten da im Camp. Wenn der Generator wegen Treibstoffmangel ausgeht, werden die Antennenmasten deaktiviert. Okay. Öffnen. Auch pro Stunde. Okay. Automatisch mit den Ressourcen aus dem Speicher betrieben, errichte einen Antennenmast. Stelle den Antennenmast auf Holz sammeln. Konfigurieren. Antennenmastdüse aufrufen, Zombies hinzufügen, eine Aktion sammeln. Sammeln. Nicht im Kampf. So rum ist richtig. Ansonsten im Kampf sollen sie. Ja. Keine Ahnung. Tod vortäuschen. Ja. Grüßen. Ja, ich finde, es ist wichtig, dass sie mich grüßen außerhalb des Kampfes. Finde ich sehr wichtig. Kann mich hinzufügen, Aktionen sammeln aktivieren. Habe ich gemacht. Habe ich auch gemacht. Sammeln ist so aktiv. Wo kam er denn jetzt her? Oh, sieh, wie er mich gegrüßt hat.
Nutzt die Macht einer stumpfen Hiebwaffe. Ein zeitloser Klassiker. 200.000 Jahre irren nicht. Okay. Einer kriegt eine Trompete. Nee, warte. Einer kriegt eine Trompete. So. Einer, ne? Muss unbedingt im Kampf, kriegt er die Trompete. So, der soll aber nicht patrouillieren, der soll sammeln. Wenn er nicht im Kampf ist. Und mich natürlich grüßen, ist klar. Gegenstände mit Megahub lagern. Von deinen Zombots im Megahub-Stützpunkt fallen gelassen. Ressort. Ich kann das nicht so schnell lesen. Sucht ein Versteck und heilt sich. Nähert sich anderen Objekten. Patrouilliert automatisch um den. Ja, gut, meinetwegen. Lassen wir das so. Aber jetzt haben wir da schon zwei. Ich will doch eigentlich nur einen. Kann der eine mal wieder ab. Achso, ja, jetzt ist es nur noch einer. Okay. Du, pass auf, weil dann kann ich ja hier sagen. Außerdem will ich noch zwei sozusagen. Zwei Stück, die sammeln, wenn sie nicht im Kampf sind. Das auf jeden Fall. Grüßen sollen sie natürlich dennoch. Aber die müssen nicht patrouillieren. Und die sollen. Ja. Ja, nö, das passt schon so. So, und jetzt kriegen die Knüppel. Und, hier, Zombie-Ziel. Uff. So. Das sind die Zielscheiben. Die kriegen rot. Zwei. So. Nehmen wir 25V. Keine produzierte Energie. Okay, alles klar. Das geht klar. Zeit für Feierabend. Nö, alles gut. Nö, noch nicht. Flop, da kamen sie wieder rausgefallen. Es ist ein Träumchen. So. Anruf am Kommunikationsterminal annehmen. Was? Für ein Ding. Doch, doch, ich muss Schluss. Ach so! Ah, gute Nacht, wünsche ich. So rum war es gemeint. Schon geplant, ob morgen Stream? Nee, noch nicht geplant. Bisher noch nicht, nee. Nicht drüber nachgedacht. Ach da, da ist ein Anruf. Oder wie? Okay. Ja, bis spätestens Samstag, Onkel. Schlaf wohl. Sollte ich hier jetzt eigentlich, wäre es gut, wenn ich hier, sammeln die jetzt eigentlich brav hier? Funktioniert das? Hallo. Schön sammeln hier, ne? Ich mach das hier auch ein Stück größer. So, damit ihr mal ein Stück weiter lauft und so und hier auch richtig Zeug holt, hoffentlich. Irgendwie klappt das nicht so ganz, ne? Die, da ist zum Beispiel gerade Zeug und trotzdem machen sie das nicht. Weird, warum funktioniert das nicht? Meiner ist hier fleißig am Sammeln und die aber nicht so richtig. Was mit denen? Ich will mal aufhören zu grüßen. Die Kosten im Volt angegeben, Produktion im. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es können. Hier steht aber jeweils wie. Nur hier ist anders. Ich weiß auch nicht. Muss ich das Patrouillieren ausmachen? Ich mach mal beides aus. Bei dem einen. Wir probieren mal bei dem einen, was der dann. Nö, irgendwie. Wäre trotzdem nicht.
Demofest aus Team wieder Wert draufgelegt. Ja, ich finde das auch gut. Ein Bug. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt. Jetzt hat er mal, hast du gesehen? Jetzt hat er mal was gesagt. Er auch. Jetzt kommen sie hier nach vorne und tun Dinge. Hi. Ich liebe das. Ich mach das Grüßen wieder an. Es ist einfach zu schön. Ja, der kommt schon irgendwie klar, oder? Gut. Das wird schön. Ich gehe mal da ans Kommunikationsterminal. Ich fühle mich immer sehr schön gegrüßt von meinen Zombies. Da. Sprechen. Please stand by. Connection established. Hello, Jeff Tusk here, owner of Paradise, the H2 Lunar Base, Jeff and much Tusk. More. We've just detected your presence in the park. You won't be able to stay very long. Jeff the invasion is growing outside Tusk. The perimeter. It'll be a tidal wave and complete carnage for any survivors. It's the end for Paradise, the end for Earth. All inhabitants have been evacuated to the H2 Lunar Base. We're safe and comfortable here. Humanity's future is up here, not down there. Let me think. We could come back to find you. Our rockets can land almost anywhere. You just need to build a launch pad strong enough for us to land and launch off again. If I remember correctly, we used a material that was suitable for reinforcing the fence around Paradise. Build the structure for us and let me know when it's done. Aber natürlich, Raketenstartplattform. Finde die Metalllegierungsplatten. Aber sicher. I guess. So, wir haben doch jetzt... wir können uns eigentlich nach da vorn porten, oder? Wenn ich zu meinem Dings zurückgehe? Ne, klar. Na, ganz bestimmt. Warte. Ich bin jetzt in meiner Base zurück. Zudem würde ich hier auch ganz gerne... Können wir hier vielleicht diese komischen Pumpguns reinschmeißen? Ja. Sehr gut. Persönliches Lager. Lager des Camps. Okay. Interagieren. Aha, da ist die Schnellreise. Eingang zum Wald. Das Geräusch. Plump. Schön. Da sind wir wieder. Bye-bye, nehmen wir mit. Weiß nicht wofür, aber Hauptsache erstmal haben. Kann man das bei dem verbinden? Weiß gar nicht. Alter Verwalter, was ist das denn? Hi, I guess. Was mich ja noch so ein bisschen. Wir haben immer noch nur einen Zombot, ne? Wann schalten wir denn unseren nächsten Zombot frei? Müssen doch mehr haben. Bam. Okay, was haben wir hier? Mace, ich wünsche eine gute Nacht. Schlaf gut. Ringer, deine Zombots richten im Nahkampf mehr Schaden an. Kommt nur alle her. Volley-Schuss. Deine Zombots richten mit Fernkampf machen mehr Schaden an. Soll er nicht präzise sind sie dabei nicht. Aber wenn sie treffen, tut's weh. Großes Finale. Verstärkt die Effektivität der Selbstzerstörung. Dieser Zombie möchte Umarmungen, die niemand sonst will. Mobiles Krankenhaus. Deine Zombots verwenden jetzt deine Verbände, um dich zu heilen. Ist effektiver, als das Aua wegzuküssen.
Okay. Das nehmen wir mal mit. Das finde ich praktisch. Und dann stelle ich mir auch gleich eine... Oh, warte. Wir können uns endlich ein bisschen mehr Panzerung machen. Mal die Brustpanzerung. Geil. Dann haben wir uns gleich noch ein paar mehr Verbände. Geil. Noch so einen Helm benutzt? Kann ich nicht. Das ist es ja. Ich habe ja ganz viele, aber ich kann die nicht... ich kann nicht noch einfangen. Regie. Man kann Auras wegküssen? Na klar. So. Wenn wir das jetzt aufmachen... Alter Verwalter. Muss los! Aber auch auf heilen Stellen habe ich, glaube ich. Ja. Macht er. Steht auf heilen. Keine Sorge. Manchmal sollte man einfach weglaufen, weißt du? Also man muss sich ja nicht... Ja, da stand vorhin Fangregie. Das war, als mein Zombot tot war. Da stand da Fang. Also als meiner tot auf dem Boden lag, da hätte ich einen neuen fangen können. Ja, aber jetzt nicht. Jetzt geht's halt nicht. Einfach reinmetzeln. Mega gut. Man das wirklich clearen kann hier den Bereich. Cool. Und was haben wir hier? Eine Kiste. Habe ich mir verdient. Zombie-Maskenpanzerung mit Zöpfchen. Mit dieser Maske fällt man unter Zombies nicht so auf. Kombiniert Stil und angenehmen Geruch. Gott. Eieieiei. Mhm. Schön. Ja. Das ist wunderschön. Ich finde uns wunderschön. Das ist fantastisch.
glaube, ich habe keine Verbände mehr. Kann das sein? Shit. Erhöht die Effizienz. Vertraue ihr. Sie wissen ja aus Erfahrung, was einen umbringt. Nee, ich lasse ihn auf schön auf Nahkampf gehen. Wir sind wunderschön. Wunderschön. Warte, vielleicht können wir uns jetzt... Nee, können wir nicht. Na gut. So, also die eine Legierungsplatte haben wir schon mal. Das ist sehr gut. Nehmen noch Kram mit. Der 1 liegen vorbei. Ach ja, stimmt. Ach, ich habe noch Verbände. Stimmt, ich hatte vergessen, dass die ja auf diesen Schnell-Slots liegen. Hey, na? Alles cool? My friend? Ja, doch. Hey, Hucky. Schön vorsichtig. Sehr gut. Die Luftpistole erinnert an Metro. Ich finde die Luftpistole halt deswegen so interessant, weil die halt, ne, I mean, das Ding ist lautlos. Das ist halt das Geile. Ich höre sie aber. Ja, das kleine Pfgeräusch. Denkmal für Alan Tusk. The conquest of space. Work on artificial intelligence, neural implants, to make humankind more efficient and orderly. And research into rebuilding the DNA of extinct animals. These are just some of the examples of Alan Tusk's legacy. Legend has it that Alan Tusk came up with the idea for his first inventions, Power Everywhere and Mega Hoop, while on a camping trip in this very spot, which took an unfortunate turn when he ran out of food and electricity during the night. 20 years later, he was building the first prototype for Power Everywhere, a reversible electric induction charging matrix in this very forest. This revolutionary technology replaced electric outlets in all modern buildings, and its powerful electromagnetic field even increases life expectancy. As demonstrated by all the studies we have published. Never be afraid of the dark again, with power everywhere. You are also standing on top of the first prototype for another invention, the Mega Hoop, an ultra-fast pneumatic delivery system for small, medium, and large packages. The Mega Hoop. The Mega Hoop across the country was suspended after protests from the United Delivery Person Coalition, who saw it as a threat to the primary source of employment worldwide. Thankfully, Alan Tusk presented his arguments and the many advantages of the technology, and the rollout resumed with a successful delivery rate of 84%. Alan Tusk chose to be cryogenically preserved here, under this monument, close to his inventions.
Hey Red, nimm nicht. In den meisten Spielen eh nicht richtig dargestellt. Ja. Das weiß ich nicht, Dingsbums. Also warum du das verstehst, weiß ich nicht. Das ist mir, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja? Hä? Das hat doch, also hä? Das hat doch damit nichts zu tun. Niemals. Du? Das war das Denkmal. Was sind denn das hier nur eigentlich? Jagdgebiete, okay. Mhm. Schön oder so. Hallöchen, Lady B. Das ist Welcome to Paradise. Also die Demo. Und es spielt sich bisher wirklich. Also es ist echt, es macht echt Laune bisher. Okay, kann man eigentlich, kann man crouchen? Nee, ne? Ich kann mich jetzt nicht anschleichen oder so. Okay. Kleine blaue Biene. Das ist mein Zombot. Mein kleiner süßer Zombot. Gartenmodus vor allem. Was ist das denn? Alle verbündete Modul. Anti-Wild-Zombies Modul. Okay. Ja, nein, wir machen das wieder aus. Alles cool. Die rasten schon wieder aus da hinten. Ich sehe das schon. Okay. Need to get this. Muss los! Der Ferne sah ja netter aus. Finster? Wieso bin ich eigentlich in der Nacht hier? Das ist total dumm. Zombie-Freund! Nein, stirb nicht! Nicht schon wieder! So, jetzt könnte ich die übrigens fangen. Das liegt halt daran, dass er, dass meiner da hinten auf dem Boden lungert. So. Ne, wenn ich jetzt also einen von denen hier nehme, wird er weg sein. Wir können es mal testen. Es ist ja eine Demo, wir testen das. Aber da wird, also der hier, genau, ersetzt den anderen. Ne, das ist halt leider so. Also vermutlich kommt das dann, keine Ahnung, mit der Zeit, dass man mehrere hat. Oder man hat vielleicht zum Kämpfen nur einen dabei. Wobei, er ist, glaube ich, nicht. Das kommt dann vermutlich noch. Leveln die auch? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der Zombie levelt nicht. Ich level auf jeden Fall. Mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass der Zombie levelt, ehrlich gesagt.
Ne, ich krieg Fähigkeitspunkte dazu, aber der bleibt bei 1 down. Also da steht immer 1. Ich weiß aber nicht, ob das 1... Also kann auch für den ersten Zombie stehen oder so. Das weiß ich noch nicht so. Ringe. Die Einstellung auch übernommen wird. Wird sie ja. Das hat man gerade schön gesehen, ne? Die wird übernommen auf den nächsten, was ich ganz gut finde. Ja, heil dich erstmal ein bisschen. Du bist ja quasi... Geh nochmal in den Skillbaum bitte. Sofort. Ich mache erstmal kurz hier unten noch fertig. So. Skillbaum. Die Massen kontrollieren? Steht halt auch jeder. Ja, jeder deiner Zombots kann. Level 15, motivierte Untote. Das ist Wiederbelebung. Schnelles Nachladen. Multitasker, Selbstheilung. Sterblichkeit. Hohn und Spott. Volltreffer. Nee. Wobei das natürlich geil ist, ne? Hier, Kettenhacken. Da steht aber auch immer zum Bots. Mehrzahl. Ja, eben, deswegen ja. Also ich gehe schon davon aus, da kommt irgendwie noch. Köderturnier, feiges Huhn, breite Schultern. Hm. Mal gucken, ob hier noch was, aber das sieht halt auch nicht so aus. Schwertransport, Bestie, tief durchatmen, Krankenpfleger. Das hier ist alles Damage-Gedöns. Schaschlik klingt schön. Yep. Zombie, Masken, Panzerung. Mit dieser Maske fällt man in der Masse nicht. Riecht übel. Was? Riecht überraschenderweise angenehm nach Orangenblüten. Ja. Das ist auch sehr schön. Eventuell ist es beim zweiten. Die Hände in die Hand nehmen. Nee. Echt nicht. Kann die nicht hier irgendwie. Das geht nicht. Aufteilen, zerlegen, aber ich kann die nicht. Funktioniert nicht. Schieberegler oben rechts. Was für ein Schieberegler? Redest du da? Das hier ist meine Erfahrung, falls du das meinst. Das hier ist, da schalte ich um auf Design. Da kann ich quasi, das ist Skin, den ich legen kann. Ne? Dass ich quasi das trage, aber das als Skin habe. Ja? Oder dass man das nicht sieht, obwohl ich es angelegt habe oder so. War ich jetzt hier hinten schon? Oh, was ist denn das? Hey! Oh Gott, der hängt an der Kiste fest, erst um. Es ist halt immer noch ein Zombie, ne? Hirn ist halt so eine Sache.
Okay. Nice, danke, Honig. Was kann Honig? Bienen mittels Stöcken entrissen. Das war ein paar Stiche wert. Och, nö, nö, ich merke davon nichts. Mir geht's gut. Alles in bester Ordnung. So. Upgrade Stufe 1 von 4. Aha. Naja, das kann ich ja am Dings dann upgraden, ne? Ich kann hier aber auch wirklich nicht... Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie was freischalten kann, dass ich... ne? Mehr haben kann im Moment. Gute Nacht, Cobridge. Hol das. Hol das. Deutlich mehr Zombies haben, aber wie? Null Dunst. Hm. Pedros goldenes Messer. Schon wieder. Hack in your Zombot's Action Tree. Muss Hacken aktivieren? Okay. Okay, habe ich jetzt mal gemacht. Also die Regie hat geschrieben, ich soll Hacken aktivieren. Eigentlich erst, wenn ich den Skill habe. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ich habe den Skill noch gar nicht. Selbst mehrere geht wohl nicht. Ah. Gut. Ist das da? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Nice. Oh, das ist aber friendly hier. Okay, das können wir machen. Drei Planken. Drei und zwei Seile, ne? Zwei. Kein Problem. Machen wir. Cool. Das sind Arbeiter-Zombies, ja, die habe ich ja auch in meiner Base. Die fällen da Holz im Moment bei mir. Na, geht kaputt. Sehr gut. Läuft. Soll ich die Startrampe eigentlich bei mir bauen oder ist das egal, wo ich die baue? Gebäude.
Raketenstern. Wer den Stern greift, kann auf dem Mond landen. Brauche ich noch 3 Seile? Okay, kann ich nur in meiner Base, glaube ich. Adlan! Adlan, vielen, vielen lieben Dank für den Reset. Danke für 27 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Baumeister Manni kommt bei dir vorbei. Eine Maße für ein Fenster. Dankeschön. Ah. Die passen hier auf. Sehr gut. Yeah. WTF. Annies Krankenstation. Okay, I guess. Yeah, I guess. Das ist ja widerlich. Na gut, ihr werdet schon wissen, was ihr hier tut. Ich aktiviere mir das hier mal. Den Mega-Hoops. Sehr gut. Das ist nämlich sehr nützlich. Dann kann ich nämlich jetzt von hier aus nach Hause, bitte. Plupp. Sehr, sehr gut. There we are. Back home. Generator läuft, weil die den brav befüllen. Das finde ich sehr gut. Nicht? Ist okay. Ist das eine Rutsche quasi? Das ist quasi eine Rutsche. Also fast. So, na gut, dann bauen wir mal die Startrampe. Wo basteln wir die denn jetzt hin? Bauen. Ja, natürlich ist das die Startrampe. Nein, du hast die Demo abgeschlossen. Nein, interagieren. Upgrade. Raketentriebwerk. Nein, ich will die Demo nicht abgeschlossen haben. Nein. Da sehe ich mich nicht. Keule, geil. Hier gebaut. Jetzt können wir die upgraden, ne? Herstellen. Armbrust. Wir brauchen halt Leder. Ja. Mal das Ding upgrade, finde ich gut. Hochtechnologie, ja. Das finde ich jetzt auch überhaupt nicht in Ordnung, du. Das Ding zerlegen. Ja, so zerlegt man übrigens eine Waffe. Das finde ich schon mal gut. Zerlegen. Gut, jetzt besser als mein normaler Knüppel. Cool. Hör da jetzt nicht auf. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier ist ja noch voll viel zu erkunden. Wieso sollte ich den jetzt aufhören? Sehe ich so aus? Ich hoffe gar keinen Fall auf. Ende der Demo. Sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Block! One shot. Und schon wieder Propeller Dudes. Yeah, Zombie-Glocke. 40% sehe ich mich. Gut.
Gott. Ich glaube es auch. Diese Demo abgeschlossen. Stimmt, es könnte natürlich sein, es gibt noch eine. Schmatsch euch alle mit meinem Knüppel weg. Ich hab meinen Zombot erwischt. So, zack, neuer. Easy. Bei der Demo geht er weiter. So. Flop. Mega, der Scharfschütze hier einfach. So, wie macht man das hier aus? Er kann da halt durch, ich halt nicht. Oder? Kann er nicht durch. In der Nähe. Hä? Ich hab in der Nähe gesagt. What? Das war jetzt für mich nicht in der Nähe. Frech. Frech, einfach frech. Weiß ich nicht, ob der Skilltree schon komplett ist. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ja, das bin ich. Ja, ist schön, wie ich mich dann selbst angreife. Oh, er benötigt neue Verbände. Das lässt sich einrichten. Wenn er schon wieder aufgebraucht. Schlimm, 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 schlimm. Das da liegen. Das da liegen. Das da liegen. Das da liegen. Gut. So, aber wie komme ich denn da hinten an die Kiste? Das ist ja mal voll fies. Hey, how? Ich weiß nicht genau, was er da jetzt macht. Nix, ne? Okay, ich habe keinen Dunst, wie man da, wie man das machen könnte. Hier komme ich nicht runter. Oh, man kann ausweichen. Oh, okay. Mit einer Ausweichrolle. Schlock. Kein Loot, finde ich fies. Yay!
Nein, ist nicht integriert. Nein, ein Bobs-Archiv, was nicht integriert ist. Das ist noch nicht drin. No. How sad. Rädchen hinterher rennt. Ich wollte gerade sagen, der gibt jetzt nicht auf, ne? Der jagt das Frettchen, bis er es hat. Finde ich sehr gut. Was ist das hier? Warum? Das kann man ausbuddeln, ne? Man könnte es ausbuddeln, wenn man buddeln könnte. Gott, das wird so gut, ne? Das ist eine Kiste. Ich kann auch nicht buddeln. Ich weiß nicht, wie man buddelt. Kann ich im Dreck wühlen. Ich merke schon. Hier sind so einige Sachen. Wow. Ich glaube, es hackt. Die da noch kommen, auf die wir uns freuen können. Sehr doll sogar. Ja, während er das da erledigt. Warte. Ich finde das echt unangenehm, dass das da steht. Ich finde das sehr, sehr unangenehm. Wieso steht das da? Das geht aber echt nicht weg, ne? Ich habe das halt genau gesehen. Als ob... Will er nicht. Was ist das denn? Ist es eingewickelt in Sandsäcke? Schwere Panzerung. Das nennen die schwere Panzerung. Spannend. Oh Gott, der lässt sich echt nicht. Machst du kaum Damage, ne? Krass. Die schwere Panzerung ist wirklich schwer. Nicht schlecht. Okay. Einladende Sache, das. Warte, machen wir mal hier die Zombie-Frettchen weg. Klebeband. Überraschend, ja, ne? Und ich auch. Ah, warte. Wir sollten mal kurz davon ein paar herstellen. Und vielleicht gleich noch ein paar Verbände, wenn wir einmal, einmal hier drin sind. Und das zerlegen. Und das zerlegen. Und das zerlegen. Gut.
Hoch. Ich hätte keine Lust gehabt, anzugreifen. Man weiß es nicht. Aktivieren. Stützpunkt Eingang nach Tusktown. Tusktown. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was geht ab? Was? Stufe 15 bis 20? Am kleiner Drache. Okay. Der Schädel hier oben drauf einfach. Guck dir mal, wie groß die Map ist. What the heck? Hä? Okay. Have to. Kann nicht anders. Ja, ein Stinktier. In der Probe war das ein Stinktier. Da kommen sie rausgelurkt. Going on there. Okay. Die Musik ist super. Zerstörte Eigentumswohnung. Haben wir? Schönen guten Tag. Hallo, bitte einer nach dem anderen. Bitte nicht alle auf einmal. Schön vorsichtig. Bitte stellen Sie sich an. Ruhig, ruhig. Oh, da, die Kopfhörer. Die sind quasi noch neu. Bitte nicht beschädigen jetzt. Das muss nicht sein. So? Gute Nacht, Blacksilver. Schlaf gut. So. Schön. Habe ich... Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das machen wir mal eben kaputt. So ähnlich wie Dismantle. Nee. Nee, das gar nicht so wie Dismantle.
Wieso habe ich hier noch so viel und sehe das hier vorne gar nicht? Ach, das hier unten. Ach, kranker Shit. Okay. Mehr Schaden im Nahkampf. Nice. Das Kettenhacken. Ja, Mann. Die How to Survive ist auch das Studio davon. Ja. Und man hat hier Zombots, die für ein Dinge tun. Ich wollte aber... Ach genau, ich wollte hier gucken. Nee, noch nicht. Ich hab noch nicht alles voll. Okay. Das ist doch... Das ist doch kaputt, oder? Okay, komisch. Müsste aber. Oh no, oh no, oh no. Die sind mies. Oh, sind die mies. Boah, Mann, die Fisch. Viel Schaden. Heieiei. Das ist ja gemein. Zompels. Ja. Bei Zombots stand doch 4 von 4. Ja, das ist das hier, Schatz. Das, also Regie, das ist, was die hier, wie du die einstellst, was die tun sollen. Da kannst du nur 4 Sachen einstellen. Regie wieder. Was war das denn jetzt? Ist der blöde? Ist der jetzt gerade gegen ein Schild gelaufen oder was ist passiert? Dornpanzerung ist echt mies, ey. Die kriegt meiner auf jeden Fall. Die ist ja mal mega bösartig einfach. Nee, ich würde es tatsächlich, würde ich gerne alles verschrotten. Plump. Sehr gut. Man, eigentlich begrenzt das Inventar nie, ne? Also ich habe das Gefühl, dass nicht. Beschwer mich nicht, finde ich sehr gut. Ach doch, da! Gewicht! 32 von 100. Das ist von den Dismetal-Machern. Nein! Von den How-to-Survive-Machern. Was denken denn bei dem Spiel mal alle an Dismetal? Nur wegen der Optik? Oder also... Ich denke hier gar nicht so doll an Dismetal. Ich kann doch gar nichts dismanteln. Was wollte ich denn jetzt noch? Ich wollte hier drin noch... Ach so, ja, warte. Jetzt kann ich ihm ja auch die Spikes geben. Ich würde ihm gerne auch einen besseren Knüppel geben. Geht das? Geht. Keule. Nice. Cool. Sehr gut. Die sind echt unangenehm. Der Gedanke war auch Dismantle. Ja.
nicht, wie ich an den rankomme. Spawnen die nach da hinten? Das wäre übel mies. Boah, fuck. Ich bin so dumm. Oh, das war nicht schlau. Oh nein, das war übel dumm. Das war richtig dumm. Ah, ich habe vergessen, dass ja die Stocherer da drin sind und die ja mega viel Schaden machen. Das war so dumm. Bitte. Bitte, das war sehr dumm. Ganz klarer Fall von Selbstschuld. Ganz klarer Fall. Ah, du kannst dich auch selbst heilen. Ja, aber das war da drin jetzt quasi aussichtslos. Wenn man so möchte. Ja, gut. Kannst halt übel knicken. Guck, da komme ich wieder, um mich selbst zu töten. Traum. Ich meine, nicht umsonst ist das hier ein 15 bis, also Stufe 15 bis 20 Gebiet, ne? Das hat schon seinen Grund. Kettenhacken. Jeder deiner Zombots kann einen Zombot hacken, der ihm dann folgt und für ihn kämpft. Yay. Kugelsichere Panzerung. Ja. Nice. Okay. Ich hasse die, ne? Ey, das ist einfach übel hier. Es hat halt einen exorbitant hohen Respawn. Okay, wir können aber das kaputt machen. Das finde ich gut. Oh Gott. Okay, learning.
shit. XP Farm Spot. Ja. So, erledigen. Wunderschön. Herzlichen Dank. Und dann war da hier hinten gerade fangen. Ja, bitte. Danke. Hilfreich. Deckt er sich jetzt bitte seinen eigenen? Das wäre voll gut, wenn er das tun würde. Hackt sich irgendwie noch keinen eigenen, ne? Ich meine, jetzt ist er gerade tot, ja, da wird es immer schwierig mit so selbst einen hacken. Sau einfach. Gucken dir an, da die Sau, die Miese. Und auf die Idee, das Ding aus der Ferne einfach mal kaputt zu machen, hätte ich natürlich auch schon längst kommen können, ne? Komm mal hier rum, bitte. Scheiße. Es ist schon kaputt. Oh, endlich. Boah, na endlich. Das ist ja gut. So, alle Waffen auseinanderzunehmen, Herstellung von Materialien zurückzuhalten. Verschrotten. Nice. Oh. Oh, ich hab zwei. We got two. Stadtpanzerung rechter Arm. Da sehe ich mich. Stadtpanzerung rechter Arm. Haben wir direkt. Rechter Arm der Stadtpanzerung. Mit diesem Straßenschild voller rostiger Nägel siehst du nicht gerade knuddelig aus. Hä? Verstehe ich nicht. Finde ich super. Okay. Wir haben zwei. Juhu. Ja, Mann. Hey, wieso sind die jetzt tot? Hä, warum ist hier schon wieder einer gestorben? Man weiß nicht genau, ne? Manchmal ist es komisch. Wir haben die einfach. Weiß nicht wieso. Zu den Ausrüsten, den zweiten nehmen. Ah, okay, das Ding geht nicht kaputt, da war ich mir jetzt nicht sicher. Nee, kann ich nicht. Ich kann nur meinen einen ausrüsten.
Was macht der Expertenmodus im Zombie-Menü? Da kann ich feinere Einstellungen setzen. Wenn ich das will. Normale automatische Luftpistole. Alte Schätzchen hat weniger Rückstoß als eine Feuerwaffe, daher auch eine unbegrenzte Schussrate. Okay. Cool, I guess. Probieren. This area isn't available. What? Frech. Oh Lord, gut gemacht. Da haben sich deine Lakaien alles geschnappt, was sie finden konnten. Kürbissäume und so weiter. So, Gegner-Camp haben wir, glaube ich, ausgelöscht, ne? Magst du hier nicht noch irgendwie einen kleinen Friendo suchen? Hm? Ich glaube, er will da rein. Was ein Joker? Keine Ahnung, was er da macht. Du hast die Demo abgeschlossen. Hä? Sehe ich nicht. Oh. Okay. Mit ihm. Ja, du hast Cyber gefunden. Fein. Joker ärgert wieder. Ein bisschen. Somewhat benötigt einen Hacking-Helm. Ich habe keine Hacking-Helme mehr. What? Okay, das müssen wir natürlich ändern. Das geht natürlich so nicht. Da brauche ich mich auch nicht wundern. So, hat er. Habe ich gebaut. Ja, oh, sehr gut. Bin wieder zu dritt. Finde ich sehr schön. So. Porten wir uns dahin. Mir gefällt das Spiel viel zu gut. Furchtbar. Läuft. Ah. Ich dachte, es wäre Trash. Ja, oder? Ich habe halt auch, also ich meine, war mir halt auch irgendwie so unsicher. Also dachte halt, naja, gut, ja, das ist, ne, vermutlich jetzt nicht so. Aber ist es halt nicht. Also. Verlassenes Holzfällerlager. Kann ich eigentlich mehrere Basen bauen? Wie ist denn das? Das ist doch mal eine gute Frage, oder? Kann man mehrere bauen? Latten. Oh, das ist jetzt
weniger das Problem. Also ich habe definitiv genug. Aber ich kann nicht. Ah, 1 von 1. Okay, Speicher geht nicht nochmal. Okay. Busch-Versteck. Kann deine Zombots verstecken? Sie haben schon immer grüne Finger gehabt. Wehe, der wirft damit. Könnt ihr das da sammeln? Bitte? Die stechen mich nämlich sonst. Dankeschön. Das ist voll lieb von euch. Die sind einfach ein paar Gutes. Muss man ihn lassen. So. Oh Gott, nicht schon wieder. Ah. Verstärker. So, damit kann ich jetzt auch nicht nochmal interagieren. Das war halt nur für den einen Anruf. Oh, holy, was ist denn hier passiert? Massengrab im Wald. Gänsefleisch und Federn. Gänsefleisch und Federn. Gänsefleisch und Federn. Okay, wo kommt die Happy Musik her? Immer? I don't think so. Sortieren. Sehr gut. Grundlegend freut eines sortierten Inventars. Plock. Da ist wieder ein Jagdgebiet. Hier ist einfach Schluss, oder wie? Da kommt die Musik her. Ja. Man kennt's. Wunderbar. Thank you.
Oh Gott. Wow. Wer hat mich gerade gekickt? Das ist ja wohl eine Frechheit. Aber Regie, ich habe noch nicht die ganze Map aufgedeckt. Wie, das kann ich in der Vollversion machen? Aber das hier ist die Map der Demo-Version. Die sehe ich in der Vollversion nicht. Hey Onni, schönen guten Abend. Hier ist noch eine Brücke, die kann ich reparieren. Zwei Seile. Oh, zwei Seile. Ja? Ja, wir wegen auf 50er. So, Brücke repariert. Ja, auf der Gegenseite. Hallo? Hey, what the fuck? Du hältst so viel aus. Was zur Hölle ist das denn? Heieiei, das war aber jetzt kritisch. Baker, einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 27 Monate im Kokon. Wow, Meister Money kommt bei dir vorbei. Eine Maße für ein Fenster. Dankeschön. Eine Falle, das war voll die Falle der Zombie-Gänse. Hast du das gesehen? Sechs, vielen lieben Dank für den Raid. Schönen guten Abend. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen, tollen Stream. Ganz viel Spaß. Was ist denn? In eine Falle gelockt von Zombie-Gänsen. Bitter einfach. Bitter. Ich war fast gestorben hier. Ja, nur fast. So, warte, jetzt geht's bloß noch hier ein Stück hoch in diese Richtung und dann haben wir es doch quasi schon durchgespielt. So. Demo Star Trucker gespielt. Ah. Okay. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aha. Wow. Das war frech. Aber ich glaube, es ist wirklich Zeit für Feierabend. Also so gerne ich hier noch die komplette Map machen würde, ne? Chat, es wird einfach Zeit für Feierabend. Ah, nur noch hier die kleine Ecke. Nur noch kurz. Ja, nur hier die kleine Ecke noch. Nein, das war ja nur noch mal kurz zum Gucken, was hier in der Ecke ist. Sieht ja schon fast so aus, als wäre das Steinbruch, den man dann mal irgendwann benutzen kann. Ach, ist das toll. Ah, goddammit. Guck doch mal, wie groß das ist. Hier hinten wäre bestimmt Schluss gewesen hier. Ich hätte jetzt hier nicht mehr weitergekonnt und da nicht mehr, dann wäre Schluss gewesen. Stimmt so. Bitte was, Regie? Ja, nur kurz. Ah. Die Ecke kommt.
Heißes Gebiet. Trink viel Flüssigkeit. Das ist ein heißes Gebiet, Chat. It's getting hot in here. Na, was nu? Das macht sehr viel Spaß. Furchtbar viel Spaß. Hey Teufel, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 7 Monate im Kokon. Du kriegst Kaffeemaschine im Wasserkochung und einen Soda-Stream. Du denkst auch, dass die Regie auf der Wurstsuppe hergeschwommen ist. Ja. Ah, das ist schon frech gut, ne? Das macht schon Spaß. Das macht schon echt Spaß. Gutes Game. Sehr spaßige Demo. Mensch. So. Ich schicke euch. Ich schicke euch zu Brownie rüber. Half-Life spielt Brownie. Weißt du Bescheid, Chat? Ha, 5 Stunden, 2 Demos, guter Schnitt, ja. Reden wir nicht drüber. Wie es halt so ist, ich wünsche euch einen fantastischen Abend, eine gute Nacht, schlaft dann gut. Wir sehen uns geplant am Samstag wieder, vielleicht morgen. Schauen wir mal, das werden wir sehen. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Gute Nacht. Bye, bye.